So, erstmal die Lage sondiert. Ich bin zurück am Wasser und diesmal an einem ganz besonderen Gewässer. Ein Gewässer, das mich schon viele Jahre begleitet und das sich genauso wie ich und meine Angelei sich verändert haben über die Jahre, hat sich auch genauso dieses Gewässer hier verändert mit den Fischen, die hier schwimmen. Und diesen Herbst bin ich mal wieder da, möchte diesem Gewässer mal wieder einen Besuch abstatten, schauen, was es Neues gibt oder ob man alte Bekannte wieder trifft. Mit dem Unterschied, diesmal habe ich die Kamera dabei. Ich bin zurück am Ghettosee. Der Ghettosee ist natürlich ein Kosename. Ne? Wir befinden uns hier nicht im Ghetto, sondern in einem sehr urbanen Stadtteil, der geprägt ist von Hochhäusern. Und um diesen Stadtteil drumherum ist halt so eine parkähnliche Anlage, sodass der Eindruck entsteht, dass es sich hier bei dem Gewässer um einen Parksee handelt. Das ist aber nicht der Fall, das ist ein tiefer Baggersee, der damals entstanden ist, als dieser Stadtteil hier aus dem Boden gestampft wurde. Müsste so Ende der 60er gewesen sein, als dringend Wohnraum gebraucht wurde. Und ja, diese parkähnliche Anlage hier, ganz nah bei den Hochhäusern, die wird natürlich auch von den Menschen, die hier leben, intensiv genutzt. Wir haben hier Taucher ohne Ende, wir haben natürlich Jogger, Spaziergänger. Wir haben Gassigeher, wir haben Jugendliche, die hier feiern und Party machen. Im Sommer wird hier extrem gebadet und gegrillt. Dazu besteht Nachtangelverbot. Und das ist nämlich auch der Grund, warum ich hier gerne angle, wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist. Entweder im zeitigen Frühjahr oder im Herbst, eben dann, wenn hier nicht ganz so viele Leute unterwegs sind. Jetzt, wo das Wetter gerade wieder umschlägt und es anfängt zu regnen, kann man ja vielleicht auch ein bisschen was Dramatisches noch erzählen. Natürlich birgt diese Angelei hier in so einem urbanen Umfeld, das geprägt ist von Hochhäusern, auch Schattenseiten. So wurde ich hier natürlich schon unzählige Mal von der Polizei kontrolliert, die hier auch wirklich mehrmals am Tag um den See fährt und das nicht ohne Grund. Es gab hier auch schon Jugendgangs und Kriminalität am See. Schlägereien, Mülleimer, die über Zelte geflogen sind, in Zelte hinein, rivalisierende Jugendbanden. Ich selbst wurde auch hier schon mit dem Luftgewehr beschossen. Und also als ich unterm Schirm saß, habe ich gemerkt, dass hier auf mich geschossen wurde. War zum Glück nur ein Luftgewehr, aber so ist das, wenn man hier in so einem sehr urbanen Umfeld, will ich mal sagen, angelt, dann erlebt man eben auch die Schattenseiten. Wir drücken mal die Daumen, dass wir nur die Sonnenseiten erleben, vor allem wenn der Regen wieder aufhört. Da drüben sitzen drei Angler, nebenan sitzt auch noch einer. Wenn ich ein Gewässer erkunde, ist es mir wichtig, vorher wirklich Zeit zu investieren, die Lage zu sondieren. Wir haben jetzt Donnerstagvormittag und es sind mindestens drei Angler am See, was ich schon extrem krass finde. Und diese Informationen sind für mich ganz wichtig. Wer angelt wo, wo wird am meisten geangelt, um eben auch eine Stelle auszuwählen, bei der ich davon ausgehen kann, dass ich da im Endeffekt dann meine Ruhe habe oder nicht ständig jemand anders drauf sitzt. Die Stellen, die ich in der Vergangenheit erfolgreich beangelt habe, die scheinen auch heute noch sehr beliebt zu sein. Ich war jetzt auch schon am Wochenende hier und jetzt auch unter der Woche
und die sind relativ häufig belegt. Deswegen werde ich diese Stellen für meine Herbstkampagne kategorisch ausschließen. Denn ich habe keine Lust hier mir eine Stelle auszusuchen, die ich regelmäßig beangeln will und dort ständig andere Angler sitzen zu haben. Das passt nicht in meine Anglei. Oh, es ist kalt geworden. Müssen wir erstmal was anziehen hier. Ja. Was habe ich hier vor diesen Herbst? Es ist schon relativ spät, wir haben schon Ende Oktober. Das Wasser hat schon ziemlich abgekühlt, wir haben jetzt so ungefähr 13,5 Grad Wassertemperatur noch. Und ich habe mir jetzt hier für die Kampagne einen Spot ausgesucht, den ich so noch nie beangelt habe hier an dem See, den ich aber ganz vielversprechend finde. Moin! Hallo, morgen! Ja. So ist es hier. Zurück zum Angeln. Ich beangel hier so ein unscheinbares Plateau, was sich im tiefen Wasser befindet und beangel da die untere Kante. Das geht hoch so bis auf 4-5 Meter und ich angel unten an der Kante, wo der Übergang vom harten Grund zum weichen Grund ist. Ich will da jetzt, weil es schon ziemlich spät im Jahr ist, akkurat angeln. Das bedeutet, ich fütter zwar mit dem Rohr, aber auch dann punktgenau mit der Futterrakete. Und dafür muss ich natürlich, um dann auch spot-on zu angeln, die Routen klippen. Das habe ich so bisher sehr selten gemacht. Habe aber auch Einblicke bekommen von Max Mittelhoff und von Christian Wolf, die ja so ein bisschen die Generation nach mir sind, für die das ja zum guten Ton gehört, nach englischem Vorbild sozusagen. Und wenn man natürlich auf einem kleinen Areal angeln will, punktgenau, dann bringt das schon große Vorteile. Das zeige ich dann auch gleich mal, wie ich das mache. Futtertechnisch setze ich natürlich wieder auf einen Plattform-Boilie, so wie ich das eigentlich immer mache, wenn ich anfüttere bzw. mit Boilies angle. Und dazu fütter ich im Anbetracht der Jahreszeit Hanf. Ich stehe tierisch auf Hanf, gerade wenn das Wasser kälter wird. Dazu gibt es ein bisschen Dosenmais, eben sehr attraktives Futter, wo ich davon ausgehen kann, dass das eben auch, wenn das Wasser jetzt stetig kälter wird, noch angenommen wird und regelmäßig gefressen wird. Was ist denn hier los wie im Zoo, hä? Also, wenn ich hier kleinste Partikel auf den Futterplatz punktgenau füttern will, benutze ich natürlich eine Futterrakete. Dadurch, dass ich keine extrem weiten Distanzen hier überwinden muss, habe ich hier einfach eine Route aus dem Meeresbedarf, eine Karpfenrolle mit 50er Schnur und eine Spon. Als Distance Sticks habe ich einfach zwei Banksticks genommen. Man kann natürlich auch welche kaufen. Im Endeffekt ist es dasselbe. Der Abstand ist wichtig, das müssen genau 360 sein, ebenso lang wie die Routenlänge ist, die ihr verwendet. So, und das macht ihr genau so lange, bis ihr auf der Angelentfernung seid, wo ihr angeln wollt. So, und dann nehmt ihr einfach die Schnur und klippt die ein. Wenn ihr jetzt eingeklippt habt, kann man einfach die Schnur wieder aufwickeln. Bis zu eurer Futterrakete. Und ihr könnt punktgenau füttern und das machen wir jetzt. Also man klappt die Rakete einfach auf. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein neuer Hut. Klappt die zu und es kann losgehen. Und jetzt raus mit dem Ding.
Jetzt sind die Schwäne wieder da. Kaum geht hier der Futtereimer auf, kommt hier eine Schwanenfamilie an. Ganz unauffällig, nur dass sie immer in meine Schnüre schwimmen. Besonders geil ist es, wenn man dann denkt, es beißt und es ist doch wieder nur ein Schwan. Das ist jetzt mein Mix, den ich mit der Futterrakete auf den Spot fütter. Das gekochte Hanf und Dosenmais, mehr ist nicht drin. Super Köder für kälter werdendes Wasser oder kaltes Wasser. Wenn man will, kann man da noch ein bisschen Melasse reinmachen. Oder Karamellsirup mache ich manchmal noch rein. Muss man aber nicht. Der Hanf hat eine magische Wirkung, wie manche von euch vielleicht wissen. Dazu kommen natürlich ein paar Boilies, da ist jetzt einer runtergefallen. Ich habe hier Blattwurm in 20 mm. Die kann man ganz mit untermengen und zerbrochen, so mache ich das. Kann man aber natürlich dann auch separat im Rohr ein bisschen großflächiger füttern, um die Fische im Areal zu halten. Beziehungsweise zentriert mit den Kleinstpartikeln zu füttern und ein bisschen großflächiger dann auch mit den Boilies. So, ich melde mich nochmal. Die Ruten liegen jetzt. Der Wind drückt. Es ist immer noch mega warm. Wir haben es jetzt irgendwie kurz vor 7. Es ist stockdunkel. Es ist echt verrückt, diese Jahreszeit, ne? Wenn man sich das mal überlegt, dass man hier irgendwie vor noch wenigen Wochen, ein, zwei Monaten, hier abends noch im T-Shirt draußen saß und es war hell oder gerade so ein bisschen am Dämmern. Jetzt ist es stockdunkel. Naja, bin mal gespannt, ob sich was tut. Das Wetter ist halt wirklich schwierig, ne? Immer 3 Tage kalt, 3 Tage Dauerregen, dann wieder 3 Tage warm. Das Wasser hat immer noch weit über 13 Grad, was natürlich fürs Angeln nicht schlecht ist. Aber ich glaube, die Fischer wissen einfach nicht so richtig, wo oben und unten ist, beziehungsweise ob sie jetzt reinhauen sollen oder lieber noch ein bisschen im Kreis schwimmen. So kommt mir das jedenfalls vor. Ich habe einen Bekannten getroffen, den ich vom Rhein kenne. Der wohnt hier oben. Und der hat mir wirklich erzählt, dass die letzten 2 Wochen wohl kein Fisch gefangen worden wäre. Wochenende war ich hier, da war hier alles voller Angler, also ich glaube 4 oder 5 Karpfenangler. Und das ist schon brutal für die Wasserfläche hier. Ne? Wir haben hier, ich glaube, knapp 10 Hektar, vielleicht 8 Hektar oder so. Und das ist schon echt krass. Ne? Aber meine Ruten liegen gut. Schön den Clip geworfen, gut gelandet. Genauer Übergang vom harten zum weichen Grund. Finde ich ziemlich geil. Vielleicht kommt ja heute Abend der Erste. Drück die Daumen. Beziehungsweise ich drücke die Daumen. So, hallihallo, wir haben Anfang November und es ist fast wieder T-Shirt-Wetter. Das Thermometer klettert heute irgendwie auf über 20 Grad. Dazu haben wir jetzt am Wochenende Vollmond gehabt.
Ich wollte wieder raus an den Ghettosee, meine zweite Session angeln, aber es war so viel los. Überall Angler, ich glaube 4 oder 5 Karpfenangler. Ich bin vom Glauben abgefallen und bin schnurstracks wieder umgedreht. Jetzt haben wir Wochenanfang und ich will es nochmal probieren, will rausfahren, in den Abend hinein angeln und ihr seid mit dabei. Die Ruten liegen und es ist sogar schon ein Fisch gesprungen. Zwar noch nicht so nah an meinem Futter, aber ich habe das Gefühl, die kommen näher. Auf jeden Fall deutlich mehr Aktivität auf dem Wasser als in den letzten Tagen, als ich hier war. Und auch besonders mehr Fischaktivität als bei der ersten Session. Ich hoffe halt mal mega, dass heute mal der erste hier rausläuft. Zweimal will ich hier nicht hintereinander plänken. Ich werde euch auf jeden Fall wissen lassen, wenn hier einer geht heute Abend. Ne? Die Fische fangen gerade an hier zu rollen. Wie verrückt. Erst war ich so ein bisschen enttäuscht, dass die nicht wirklich auf meinem Platz gerollt sind. Dann habe ich mit meiner Freundin telefoniert. Und kaum hatte ich aufgelegt, fangen die an auf meinem Platz zu rollen. Aber wie bekloppt. Also jetzt sind bestimmt 6, 7 Fische gerollt. Alle in dem Areal, wo ich angel. Jetzt bin ich natürlich ultra nervös. Ist jetzt so kurz vor 9:30. Bis um 12 kann ich angeln. Polizei ist auch schon 2-mal durchgefahren. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen nervös, ob da noch einer geht. Aber ich glaube, ich muss morgen früh zu Sonnenaufgang nochmal her. Oh Gott, das wird eine kurze Nacht. Aber was macht man nicht alles, wenn man eine Mission hat? Wäre geil, wenn es hier nochmal einer für die Kamera springt, aber das soll jetzt natürlich nicht so sein. Ich lasse trotzdem nochmal ein bisschen laufen. Hat ja doch noch einer gebissen, hä? Schaut euch mal diesen schönen Fisch an. Wenn das kein schöner Start ist. Also hübscher geht's doch gar nicht, oder? Geil, oder? Was für eine Perle. Der Fisch, der jetzt gerade als zweites gebissen hat, 5 Minuten nach dem ersten oder 5 Minuten nachdem die Rute wieder drin war, ist hier vom Ufer voll losgegangen und hier irgendwo in einen Baum reingeschwommen am Ufer. Wo will der denn jetzt hin, ey? Nein. Eine Heckeweile, ey. Und ich bin dann hinterher gestapft mit der Watthose und es wurde dann aber so tief und vor mir lag ein Baum. Das Wasser stand schon bis zur Kante. Hängt da jetzt ein Baum? Fuck, ey. Dass ich wieder zurück bin, dann habe ich dieses Licht ausgemacht, um hier nicht den dauerhaften See zu beleuchten. Und bin hoch ans Auto. Hab zum Glück im Auto ein Schlauchboot liegen gehabt. Hab das aufgepumpt, bin runter hingefahren. Und da war der Fisch, ein großer Schuppi. Ich habe ihn unten gesehen. War eine 8 um so einen Ast, der ins Wasser hing, geschwommen und dann habe ich zum Glück geschafft, mit aller Kraft diesen Ast abzubrechen, weil die Schnur hätte ich da unten nicht rausgekriegt. Der hing so einen Meter oder so ein Dreiviertelmeter unter der Wasseroberfläche, der Ast. Und ja, dann habe ich diesen Fisch, der wieder voll los ist und den nächsten Baum wollte, praktisch vom Boot mit diesem Ast in der Schnur gedrillt und in den Kescher gezerrt. Und ist eine riesige Fläche, also ein großer Fisch, hat aber einen sehr schmalen Rücken. Guckt euch mal das Ding an, das ist ein richtiger Brecher.
Alter, ist das ein Vieh, ey. Großer Fisch, aber nichts auf dem Rücken. Weiß gar nicht, was die hier füttern, die Leute. Es regnet jetzt schon wieder, aber ich halte den jetzt trotzdem hoch. Mal für euch. Boah, jetzt geht's richtig ab, ey. Eben wieder voll der Freak hier vorbeigekommen. Mitten in der Nacht. Bleibt hier stehen, guckt. Boah, ist das ein Vieh, hä? Kann man sich drin da verstecken. Geil. In der Sorte können noch ein paar kommen. Einer nach dem anderen hier. Hä? Ich glaube, es ist wieder ein kleinerer. Vielleicht doch nicht so klein. Hä? Dicker Schuppi, ey. Aber richtig dicker. Was ist das denn, Alter? Alter. Schönen guten Morgen. Nachdem heute morgen um 6 kurz nach dem Auswerfen wieder direkt der dicke lange Schuppi abgelaufen ist, ging gar nichts mehr. Der Fisch war doch nicht so schwer, wie ich ihn zunächst geschätzt habe. Riesengroß ist er trotzdem. 21,2 Kilo hat er auf die Waage gebracht. Und ich hoffe mal, dass vielleicht doch noch einer beißt, obwohl das ja jetzt wirklich ein heftiger Sturmlauf war, gestern Abend und heute Morgen. Und jetzt ist hier wieder Totenstille. Wir sehen uns gleich mit dem Fisch. Der Boy. Geiler Fisch. Hat richtig Hanf hier rausgelassen in der Schlinge. Da stehen sie drauf jetzt um die Jahreszeit. Jetzt kommen die Schulklasse, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Geiles Teil.
Dankeschön. Hier sieht man so unterlaufene Schuppen. Und hier kommt der Hanf raus. Aber so richtig, ey. Sind die Beißzeiten oft in den Morgenstunden und natürlich in den Abendstunden. Es wird früh dunkel und während der kurzen Helligkeit über Tag angel ich ganz gern mit einem visuellen Köder. Einfach, weil ich davon ausgehe, dass wenn die Tage kürzer werden, treibt sich auch über Tag hier und da mal ein einzelner Fisch unweit des Spots herum. Und genau diese Einzelfische, die sich vielleicht noch auf dem Platz aufhalten oder immer noch dort umher schwimmen, ohne jetzt wirklich viel zu fressen, möchte ich mit so einem attraktiven Köder zum Anbiss reizen. Deswegen angle ich auch gerne über Tag und überbrücke die Zeiträume bis zur nächsten Beißzeit. Wie mache ich das? Ich wechsle erstmal das Blei, mache das schwere 145er ab und machen etwas leichteres 120er drauf. Wechsel meinen Bodenköder oder Schneemann-Rig gegen so ein ganz normales Pop-Up-Rig. Das ist hier so ein Spinner-Rig. Kann man aber auch einen Multi-Rig nehmen oder einen Hinge-Stiff-Rig. Das ist eigentlich vordergründig egal, das ist Geschmackssache. Und dann knete ich um meinem Blei hier so ein bisschen dicken Mittelteig drum. Als Hakenköder nehme ich hier so einen strahlend gelben Yellow Lightning Pop-Up, der natürlich auch mega gut zu dem Dosenmais passt, den ich mit dem Hanf und der Spotrute über Tag hier und da mal rausschieße. Jetzt knete ich das hier so drum. Wichtig ist, dass es wirklich gut drum geknetet ist, weil es soll ja den Wurf überstehen. Und dann werfe ich das wieder in den Clip. Dann geht die Montage auf Wanderschaft. Das ist jetzt wirklich wichtig, gerade wenn ihr lackierte Bleie habt, so wie ich jetzt hier eins habe, dass ihr das richtig fest dran knetet. Man kann das auch Bait Attractor noch ein bisschen wälzen. Und das noch attraktiver unter Wasser. Aber jetzt für meinen Fall mache ich das nur mit Teig. Und wenn der Teig an der Wasseroberfläche beim Aufkommen der Montage abplatzt, ist das auch gar nicht schlimm. Weil das rieselt ja dann schön runter zur Montage. Los, ab an den Ghetto-See. Guckt euch mal diesen geilen Fisch an. Und er wird laut und sagt, er will nachtaktive Fische sehen, so ein Schwachsinn. Was soll man denn da machen, wenn man mit den Leuten nicht normal reden kann? Straight on the Futterblatt, schön mit grünen LED-Scheinwerfern. Ich weiß nur eins, wenn ich den Wels fange, ist er dran. Dann gibt es hier nichts mehr zu gucken. Es ist arschkalt. Habe ich irgendein Angelprofessor erzählt, bei hohem Luftdruck beißt nichts. I give a shit. Wie ich es vorher gesagt habe, ne? Wenn der Angeldruck sinkt, dann drehen die nochmal richtig auf.